Moin sind YouTube, was geht? Ich bin der Seni und ich habe gestern einen guten Drop bekommen von den Refs. Kann ja nicht mehr lang. Insane Drop Warden Hard Boys! Alter, halt dein Maul. Ernsthaft? Es ist so ein Witz. Es ist so ein Witz. Ich habe schon zwei Crazy Rare und jetzt habe ich noch den Insane Drop. Ich sag's euch, so wahr ich hier sitze, wenn da gleich eine Snake-Rune oder eine Scythe-Blade oder sonst irgendwas rauskommt, dann mache ich instant einen Stream aus. Und ich dachte, den basteln wir jetzt mal und gucken mal uns den Schadensunterschied von vorher zu nachher an. Hier liegt alles bereit, was wir brauchen, um den Helm zu craften. Mach mal jetzt. Hätten auch rechts rausziehen können, aber egal. Geld, 190 Millionen. 190 Millionen ist er wert. Und gemacht. Ich habe auch Gott sei Dank schon alle Materialien da. Zum Verzaubern und Recompen. Und alles. Das machen wir jetzt auch alles einmal im Schnelldurchlauf. Kommt alles drauf und alles dran. Anvil. Ich brauch Advanced Reforging. Fang direkt mit dem Recomp an. Oh, Mythic Helm. Nee, nicht mit dem Recomp. Mit dem Precursor Gear. Der Recomp ist das letzte, was draufkommt. Ancient Warden Helm. Und da ist er. Fast fertig. Was jetzt noch drauf fehlt, sind. Der Recomp Populator für die höheren Base Stats. Oh, ist das Ding teuer. Und jetzt noch Enchantments. So, jetzt noch die Enchantments drauf machen. Wie gesagt, Growth Protection mache ich hier drüber. Zack. Warum nicht? Warum nicht? Kostet nichts. Warum nicht? Kostet ja nichts. So. Und jetzt noch die zwei wichtigsten Bücher. Rejuvenate 5. Und das wichtigste Buch von allen, weil was ist ein guter Helm ohne Ultimate Enchantment? Legion 5. Ich habe nicht mehr genug Level. Ich habe genug Level. Legion 5. Warden, Helmet, komplett fertig, gemaxed. Ja, Growth 5, Growth 7, Protection 7, ich weiß, mache ich nicht. Ist mir jetzt zu viel Geld. Habe ich nicht mehr. Oh, jetzt bin ich echt gespannt, wie viel Schaden ich mache mit dem Ding. Oh, bitte lass es nicht bad sein. Oh, bitte lass den Schaden nicht bad sein. Zeig mir, dass es sich gelohnt hat, sich den Helm zu machen. So, wir machen das natürlich mit Sword Swap. Soll ja auch akkurat sein. Versuchen es erstmal an den Zombie. Man muss dazu sagen, ich spiele halt in. Ja, ne. In Storm Armor. Hab aktuell keine Necron. Gegen normalen Zombie, mit der normalen Combo. Das war nicht perfekt, das war falsch. War kaputt schon. So. Normaler Zombie, normale Combo. 3 Millionen. 3,1. Jetzt mit dem. Orden hell. Ah. 5,5. Ich mach einfach 2 Millionen mehr. Gucken wir mal gegen den Boss. Okay. So. Boss ohne Wardenhelm. Upsala. 4 Millionen erster Hit und danach 3,2, 2,6. Ja, 3 Millionen. Jetzt mit Wardenhelm ein Boss. Oh Gott. Okay. Greif und Wardenhelmet sind 7,3 Millionen. Ich kann ihn two-tappen. Mein Damage ist von 4 Millionen auf 7,3 gestiegen. Nur wegen dem Wardenhelm mit Swordspop. Das ist schon insane. Ja, also mein Endfazit zu dem Helm. Er lohnt sich extrem. Er ist sehr teuer, aber
Wenn ihr das Geld übrig habt, um euch einen Helm zu holen, holt ihn euch auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass ich das Wardenheart bekommen habe. Ich bin sehr froh, dass ich das Geld hatte, um den Helm zu craften. Und das ist natürlich alles live auf Twitch gewesen. Heißt, wenn ihr vorbeischauen wollt, twitch.tv/dasedi1. Kommt vorbei, passt tägliche Streams, Minecraft, Genshin. Kommen auch bald Genshin Videos. Was wollt ihr sonst noch sehen zu Minecraft? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und haut rein, habt einen schönen Tag.